Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren. Im Streit um längere Arbeitszeiten im öffentlichen Dienst verstärkt die Gewerkschaft ihren Druck. Verdi-Chef Mzirski schließt Streiks nicht aus. Die Bundestarifkommission der Gewerkschaft hat den Bundesländern heute eine Frist bis Ende dieses Monats gesetzt, die Kündigung des Arbeitszeittarifvertrages wieder rückgängig zu machen. Andernfalls werde Verdi das Scheitern der Verhandlungen erklären. Frank Mzirski auf dem Weg zur Tarifkommission. Seit die Länder den Tarifvertrag gekündigt haben und längere Arbeitszeiten fordern, brodelt es bei Verdi. Durch diesen Sozialabbau sei ein Konflikt programmiert. Doch die Ministerpräsidenten, allen voran Edmund Stoiber, bleiben bei ihrer Linie. Im Interesse der Solidität unserer Haushalte, wir können, und das muss ich Herrn Mzirski noch mal sehr deutlich ins Stammbuch schreiben, wir können nicht gleichzeitig von den Bürgerinnen und Bürgern ganz erhebliche Einschnitte verlangen als Staat, ob Bund, Länder oder Gemeinden, gleichzeitig aber dann selbst nicht genügend sparen. Aber auch Verdi will hart bleiben. Per Beschluss fordert die Gewerkschaft die Länder auf, bis zum 30. April zu den alten Arbeitszeitregelungen zurückzukehren, sonst werde das Scheitern erklärt. Schützenhilfe bekommt Verdi von der SPD. Wenn Stoiber fordert, die Löhne müssen gekürzt werden, dann ist das etwas, was ich schon Einmischung in die Tarifautonomie nenne. Was Herr Stoiber hier vorgetragen hat, die Durchsetzung einer 42-Stunden-Woche exemplarisch für die gesamte Volkswirtschaft im öffentlichen Dienst, das ist ja ein Auftakt für die Tarifrunde des Jahres 2005. Und auf diese Tarifrunde, denke ich, werden wir uns auch vorbereiten müssen. Da werden die Entscheidungen fallen. Und ich denke, das ist auch eine Botschaft, die bei den Beschäftigten angekommen ist. Die Gewerkschaft Verdi droht nun ab Mai mit großflächigen Streiks. Für morgen haben die Gewerkschaften zu einem bundesweiten Aktionstag gegen den Sozialabbau aufgerufen. Bundeskanzler Schröder hat mit Blick auf die für morgen angekündigten Demonstrationen gegen Sozialabbau Erklärungsnot bei der Vermittlung seiner Reformpolitik eingeräumt. Man müsse aber in Kauf nehmen, dass Umfragen und gelegentlich auch Wahlergebnisse nicht so ausfielen wie gewünscht, sagte Schröder im WDR. Das Problem bei einem Reformprozess sei, dass die Belastungen aktuell spürbar seien, aber die positiven Wirkungen erst später eintreten. Das Arbeitslosengeld II soll trotz des Streits um die Betreuung von Langzeitarbeitslosen wie geplant Anfang nächsten Jahres eingeführt werden. Wirtschaftsminister Clement wies heute im Bundestag in der ersten Lesung des sogenannten Optionsgesetzes die Forderung der Union nach einer Verschiebung zurück und sprach vom Herzstück der rot-grünen Arbeitsmarktreform. Der hessische Regierungschef Koch warf der Koalition Wortbruch vor. Union und FDP kritisieren, die Kommunen würden entgegen den Zusagen bei der Betreuung von Arbeitslosen nicht genügend Kompetenzen erhalten. Ökostrom soll künftig effektiver gefördert werden. Der Bundestag beschloss heute mit den Stimmen von SPD und Grünen eine Neufassung des Gesetzes zu den erneuerbaren Energien. Danach soll für Strom aus Wind, Wasser oder Sonne weiter ein Fixpreis gelten, der über dem Marktpreis liegt. Die Schwerpunkte der Förderung will die Regierung aber verändern. Dank vom Minister an beide Regierungsfraktionen. Am Ende einer klimapolitisch kontroversen Woche ist Rot-Grün einig. Kurz zuvor hatte Trittin sich überraschend und vehement in die Debatte um erneuerbare Energien eingeschaltet. Mit diesen 50 Millionen Tonnen eingesparten CO2s haben 120.000 Menschen in diesem Lande Arbeit gefunden. 50.000 Menschen mehr in den letzten Jahren. Und deswegen sage ich, die erneuerbaren Energien sind der Beweis dafür, dass Umwelt und Beschäftigung, dass ökologische Modernisierung und Wettbewerbsfähigkeit bestens zusammengehen. Und das ist das Ziel der Neuregelung. Im Jahr 2020 soll der Ökostromanteil von heute rund 8% des Stromverbrauchs auf 20% ansteigen. Die besonders umstrittene Förderung für Windräder will man nun gezielter einsetzen. An Land gibt es weniger Zuschüsse, auf hoher See mehr. Dass Windräder weiter auch an ungünstigen Standorten bezuschusst werden, das beklagt die Union und fordert, das Gesetz zu befristen. Nur, meine Damen und Herren, wir müssen auch ernst machen mit dem zweiten Ziel, nämlich, dass wir zu irgendeinem Zeitpunkt auch dazu kommen müssen, dass sich erneuerbare Energien selbst tragen, wirtschaftlich sind und nur noch dort eingesetzt werden, wo sie auch sinnvoll sind. Dennoch, Ökostrom fördern wollen alle Fraktionen. Und damit, dass Energie aus Biomasse dabei nun besser wegkommt, sind auch die meisten zufrieden. Nach hitziger Debatte beschließt der Bundestag das Gesetz. Noch vor der Sommerpause soll es in Kraft treten.
Die Wirtschaftsförderung für Ostdeutschland muss nach den Vorstellungen von Minister Stolpe zielgenauer werden. Stolpe, der neben dem Verkehr auch für den Aufbau Ost zuständig ist, will Regionen stärker fördern, die sich bereits gut entwickelt haben und sich damit vom sogenannten Gießkannenprinzip verabschieden. Auch Sachsens Regierungschef Milbrath hatte sich für eine Konzentration der Mittel ausgesprochen. Heute beriet Stolpe mit den Ostministerpräsidenten. Im Grundsatz sind sich die Ministerpräsidenten mit Manfred Stolpe einig. Die Mittel für den Aufbau Ost müssen effektiver eingesetzt werden als in den vergangenen Jahren. Schützenhilfe erhielt Stolpe durch ein Strategiepapier des sächsischen Ministerpräsidenten Milbrath. Was können wir durch eine Bündelung unserer Möglichkeiten in Absprache mit den Ländern da vielleicht dazu beitragen, dass Wachstumskerne unterstützt werden und dann auch ausstrahlen können in die schwächeren Regionen? Die Länderchefs begrüßten zwar das Gesprächsangebot des Ministers, seine Vorschläge würden aber zum Teil längst praktiziert. Wir haben dieses Prinzip Gießkanne ohnehin schon nicht mehr in Mecklenburg-Vorpommern. Da haben sich deutliche Schwerpunkte vollzogen. Diese beleuchteten Schafweiden gibt es in der Form nicht mehr. Ihn treibt zusätzlich die Sorge um strukturschwache Regionen um, die vollends zu veröden drohen, wenn mehr Geld in ohnehin schon gut entwickelte Gebiete wie das Chemiedreieck Sachsen-Anhalts flösse. Stolpe betonte jedoch, dass den schwachen Regionen nichts weggenommen werden solle. Das sind alles unterschiedliche Aussagen, die nur mühsam miteinander kompatibel sind. Es wird nicht mehr Geld geben, aber einige sollen mehr bekommen, aber niemand soll weniger bekommen. Da weiß jeder, ganz so einfach ist das alles nicht. Sein thüringischer Kollege Althaus mahnte eine aktive Förderung der neuen Länder durch den Bund an. Statt neue Programme aufzulegen, sollten Kürzungen bei bewährten Maßnahmen wie der Arbeitsförderung zurückgenommen werden. Fazit: 156 Milliarden Euro stehen bis 2019 für den Aufbau Ost bereit. Wie sie ausgegeben werden, damit befasst sich nun eine Arbeitsgruppe von Bund und Ländern. 3 Wochen nach den Terroranschlägen von Madrid ist in Spanien ein mögliches neues Attentat auf den Zugverkehr verhindert worden. An der Hochgeschwindigkeitsstrecke zwischen Madrid und Sevilla wurde heute in der Nähe von Toledo eine Bombe entdeckt. Sie enthielt etwa 12 Kilogramm Sprengstoff. Eine Warnung hatte es erneut nicht gegeben. Spanien kommt nicht zur Ruhe. Auf freier Strecke am Gleis hatte ein Bahnmitarbeiter heute Morgen einen verdächtigen Plastikbeutel entdeckt. 12 Kilo Sprengstoff mit einem 136 Meter langen Kabel verbunden. Der Auslöser für den Zünder war noch nicht angeschlossen. Möglicherweise wurden die Täter gestört. Sehr wahrscheinlich handelt es sich um denselben Sprengstoff, der auch bei den Attentaten vom 11. März verwendet wurde. Kilometer für Kilometer suchen wir jetzt mit Hubschraubern und Hundestaffeln die Bahnstrecke ab, sagte Innenminister Acebes, um sicherzustellen, dass nicht noch weitere Sprengsätze versteckt sind. An allen Bahnstrecken werden ab jetzt Spezialkräfte und Soldaten der Armee zur Überwachung eingesetzt, höchste Alarmstufe. Am Madrider Bahnhof Atocha entsetzte Stimmung bei den Reisenden. Stundenlang saßen die Menschen hier fest. Auf der Strecke Madrid-Sevilla ging kein Zug mehr. Und dann wieder Bilder wie nach den Terroranschlägen vor 3 Wochen. Menschen, die am Telefon ihre Angehörigen beruhigen. Aber wir leben jetzt in einer Atmosphäre der totalen Unsicherheit. Wenn das so weitergeht, muss man sich überlegen, ob man überhaupt noch irgendwo hinfahren kann. Der Attentatsversuch hat Spanien in der Hauptreisezeit getroffen. Heute begannen die Osterferien. Doch jetzt stehen zumindest bis morgen Mittag viele Züge still. Die NATO-Außenminister haben sich in der ersten Sitzung des erweiterten Bündnisses für einen verstärkten Kampf gegen den Terrorismus ausgesprochen. Besonders die Geheimdienstzusammenarbeit soll verbessert werden, hieß es in einer gemeinsamen Erklärung. Vor den Gesprächen hatte die Allianz mit einer feierlichen Zeremonie ihre 7 neuen Mitglieder begrüßt. Vor dem Hauptquartier in Brüssel wehen nun auch die Flaggen von Estland, Lettland, Litauen, der Slowakei, Rumänien, Bulgarien und Slowenien. Die NATO hat jetzt insgesamt 26 Mitgliedstaaten. Solche Zeremonien mit allem militärischen Gepränge erlebt das eher graue Brüsseler Hauptquartier nicht oft. Und die 7 Neuen zollen gleich zu Beginn Amerika ihren Tribut. Sie sind entschieden für einen NATO-Einsatz im Irak. Der amerikanische Außenminister hört das gern, doch Thema Nummer 1 auf der Tagesordnung heute, Afghanistan. Das ist derzeit die größte Herausforderung und erste Priorität. Erster Beschluss des neuen NATO-Rats, der Einsatz in Afghanistan wird ausgeweitet. 5 weitere Aufbauteams, wie das deutsche in Kunduz, sollen in den unruhigen Provinzen für Sicherheit sorgen und die Wahlen im September absichern.
Der Westen ist hier gegenüber Afghanistan im Wort, doch es gibt eklatante Defizite. Der NATO fehlen Soldaten und Gerät, vor allem Hubschrauber und Transportmaschinen. Die Nationen außer Deutschland, das in Afghanistan die meisten Soldaten stellt, sind zugeknöpft. Der NATO-Generalsekretär als Bittsteller. Die Militärs sollen jetzt liefern, was die Politiker versprochen haben. Und in der Irak-Frage steht der NATO die große Debatte noch bevor, denn Amerika macht Druck und verlangt eine Entscheidung in diesem Sommer. Außenminister Fischer hat indes hier noch einmal klargestellt, Deutschland werde zwar nicht blockieren, sich aber auch nicht beteiligen. Bei einem Kurzbesuch bei Präsident Putin ist Bundeskanzler Schröder heute nach Moskau gereist. Als wichtigsten Punkt des Treffens bezeichnete Putin das künftige Verhältnis Russlands zur erweiterten Europäischen Union. Moskau befürchtet durch den Beitritt der osteuropäischen Länder wirtschaftliche Einbußen. Weitere Themen sollten der internationale Terrorismus sowie die Lage im Irak und in Afghanistan sein. Bei schweren Zusammenstößen zwischen Palästinensern und israelischen Polizisten auf dem Tempelberg in Jerusalem sind mehrere Menschen verletzt worden. Die Ordnungskräfte stürmten das Gelände der Al-Aqsa-Moschee, nachdem, so die Polizei, jüdische Gläubige mit Steinen beworfen worden waren. Es war der schwerste Zwischenfall auf dem Tempelberg seit 3,5 Jahren. Damals hatte ein Besuch des jetzigen Ministerpräsidenten Sharon den jüngsten Palästinenseraufstand ausgelöst. Steine auf jüdische Pilger an der Klagemauer in Jerusalem. Und das 3 Tage vor Pessach, einem der höchsten jüdischen Feiertage. Israelische Sicherheitsbeamte drangen darauf hin, auf das für sie eigentlich verschlossene Heiligtum der Moslems, den Tempelberg. Die meisten palästinensischen jugendlichen Steinewerfer hatten sich bereits an der Al-Aqsa-Moschee verschanzt. Israelischen Kräfte setzten Tränengas und Gummigeschosse ein. Die Palästinenser riefen: Wir führen einen heiligen Krieg. 14 mutmaßliche Steinewerfer sind festgenommen worden. Inzwischen herrscht wieder Ruhe auf dem Tempelberg, zu dessen Verteidigung Palästinenserpräsident Arafat die ganze Welt jetzt aufgerufen hat. Ein äußerst sensibler Ort, seit der damalige Oppositionschef Sharon vor mehr als 3 Jahren mit seinem provozierenden Besuch hier den jüngsten Palästinenseraufstand ausgelöst hat. Zusätzlich angefacht wurde die ohnehin aufgeheizte Atmosphäre zwischen Israelis und den Palästinensern durch die heutigen Schlagzeilen israelischer Zeitungen. 10 Tage nach der Tötung Scheich Yassins droht Israels Regierungschef Sharon in einem Interview erstmals offen mit der Ermordung von Palästinenserpräsident Arafat. Eine gefährliche Eskalation, wenn vorerst auch nur mit Worten. Der Bundestag hat die Immunität des Berliner SPD-Landesvorsitzenden Strieder als Mitglied der Bundesversammlung, die Ende Mai den Bundespräsidenten wählt, aufgehoben. Damit kann die Berliner Staatsanwaltschaft ihre Ermittlungen fortsetzen. Der Stadtentwicklungssenator steht unter dem Verdacht der Untreue im Zusammenhang mit der Finanzierung des Berliner Kulturzentrums Tempodrom. Auf der Autobahn 1 bei Tecklenburg standen Autofahrer heute stundenlang im Stau. Ursache ist ein Unfall eines mit Kunstharz beladenen Lastwagens. Die klebrige Masse hatte sich auf einer Strecke von mehr als 1 Kilometer ausgebreitet und war in den Asphalt eingedrungen. Die Straße muss deshalb abgefräst und neu asphaltiert werden. In Richtung Norden rollt der Verkehr inzwischen wieder. In Richtung Süden ist die Autobahn noch bis mindestens morgen früh gesperrt. Und nun die Wettervorhersage für morgen Samstag, den 3. April. Im Osten und Süden Europas bleibt es dank Hochdruckeinfluss meist sonnig. Der Westen und die Mitte werden von einem Atlantiktief mit Regenwolken versorgt. Außerdem dreht der Wind langsam auf westliche Richtungen und lebt deutlich auf. Von Frankreich breiten sich heute Nacht immer mehr Wolken aus. Gelegentlich regnet es etwas, vor allem vom Emsland über den Rhein bis zum Schwarzwald. Am Nachmittag ziehen die Wolken in die Osthälfte Deutschlands, wo auch ein paar Regenschauer erwartet werden. Gleichzeitig klart es im Westen wieder auf. Der Wind tritt langsam von Südost auf Südwest. Im Süden wird er schwach, im Norden mäßig bis frisch, an der Küste mit stürmischen Böen. An Rhein und Mosel heute Nacht 10, sonst 3 bis 9 Grad. Morgen 12 bis 17 Grad, am Nordrand des Erzgebirges bei leichtem Föhn bis 18 Grad. In den nächsten Tagen haben eindeutig Wolken die Oberhand. Immer wieder fällt Regen, dazu gibt's kräftige, zum Teil stürmische Winde, die sich am Dienstag beruhigen. Es wird allerdings deutlich kühler.